Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH 2 hier auf der irgendwo in Thüringen. Ja, ich habe bis zum Folgetag erstmal vorgespielt, weil ich glaube, so das Interessante wäre jetzt nicht passiert. Ja, am Vortag. Von daher geht es nun weiter. Wir sind nun schon ein bisschen vorangeschritten, sagen wir mal so. Jetzt müssen wir gucken. Fruchtzerstörung. Sieht gut aus. Wir können arbeiten. So, der Waldrat, der muss jetzt düngen. Der kümmert sich ums Düngen. Hier am Hof, das möchte ich eben kurz präsentieren. Die beiden Burschen werden gleich Getreide bzw. Korn abfahren. Denn wir haben ein bisschen Geld auf dem Konto. Gut, das meiste sind noch die Schulden vom Vortag. Und ein bisschen mehr. Denn ich würde gerne eben zwei Dinge mieten, beziehungsweise vielleicht diese Folge erstmal das eine, nächste Folge vielleicht das andere. Nämlich erst einmal einen Maispflücker. Klar, wir haben jetzt ein Glas. Also ein Glasvorsatz würde sich anbieten, aber ich finde, es muss auch ein bisschen Farbe mit rein. Deshalb kommt ein Capello zum Einsatz. Ich finde, das macht optisch, ja, es hübscht das Ganze irgendwie aus. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie von Glasdrescher, klar, man kann natürlich den Vorsatz direkt von Glas nehmen, gar keine Frage, der ist nicht schlecht. Ich finde aber nur irgendwie, ja, es sieht so eintönig aus. Also ich finde, da rundet so ein Capello das Ganze schon deutlich besser ab. Also von daher, mit einem schönen roten Capello-Vorsatz geht es ab aufs Feld. So. Der fährt nun los aufs Feld, oder versucht es zumindest. Dann die nächste Geschichte. Wartet hier vorne momentan. Sonst hat er immer der 818 gemäht. Diesmal übernimmt das hier der gute, schöne Puma. Er soll nämlich das Gras hier runterholen. So, und auch nur von der 71. Drei Runden Vorgewinne, 8,6 Meter, das passt. Das können wir so mitnehmen. Und dann legt er mal los. Wie immer als schon fast Tradition, nenne ich es mal. So wird er das Ding auch aufbereiten. So. Tradition einmal weird gewendet. Einfach so als, ich hätte mal gesagt, kleine Herausforderung, die man mit reingebracht hat. So, der Wender, der muss noch eben kurz ein bisschen warten. Aber der wird schon irgendwann mal soweit sein. Dann kann auch der 818 in den Einsatz gehen. Ich glaube, Trion hat sich hier oben irgendwie festgefahren, habe ich das Gefühl. Jo, sieht so danach aus. Aber gut, das Ding, das können wir auch eben selber hochfahren. Dann sind wir wahrscheinlich nächste Folge soweit, dass man dann die nächste Investition tätigen kann. Denke ich jetzt mal so spontan. Natürlich wohl angemerkt nur auf Miete, weil für mehr haben wir jetzt kein festes Budget. Zumal nächste Investition doch an sich ein bisschen teuer ist. Also ich bin mir sicher, manche würden jetzt in den Kommentarbereich schreiben, wieso mietest du den Hof? Das kostet doch alles nur Geld. Spar lieber ein bisschen. Ja, hat auf jeden Fall ein gutes Argument. Es ist halt nur so, die Agrar GmbH ist halt ein bisschen breiter aufgestellt und läuft überwiegend, da gehört hauptsächlich der Bank. Also von daher sollte das schon wieder irgendwo eine passende Ausrede hoffentlich jetzt mit drinne sein. Im Übrigen ist das bei manchen großen Höfen wirklich so. Wir haben bei uns eine Biogasanlage, ich meine, die hat aktuell 1,5 Megawatt. Und das Einzige, was dem Hof da tatsächlich selber gehört, ist ein Minibagger.
Der Rest gehört der Bank oder ist zugepachtet. Also von daher, ganz so weit weg von der Realität bin ich damit, glaube ich, dann auch nicht mehr. Gut, die Biogasanlage hat hier zwar kein 1,5 Megawatt, aber wir haben zumindest jede Menge Ackerland, sagen wir es mal so. Und da muss halt eben bewirtschaftet werden. Das ist es halt. Und da geht natürlich das meiste mit drauf. Was jetzt auch gerade mir auch einfällt, ich muss noch den Futtermischwagen da an die Seite stellen. Der steht nämlich jetzt gleich den Abfahrer ein bisschen im Weg. Aber das Gute ist ja, da wir jetzt zwei Nachgärer haben, kann auch der Stromgenerator auch mal richtig schön volllaufen. Das heißt mit anderen Worten, wir kassieren auch mal richtig das Geld. Beziehungsweise es läuft auch mal vernünftig voll, ohne dass wir bei den möglichen Höchsteinnahmen keine Abstriche machen müssen. Wie viel Liter Silage wir am Tag ungefähr brauchen, das ja, da könnte man sich jetzt genau ausrechnen, aber so genau brauche ich es zumindest persönlich jetzt nicht, also von daher mal schauen, was da am Tagesende zusammenkommt, was wir überhaupt verbrauchen. Beziehungsweise das Entscheidende ist ja eigentlich sowieso das, was am Ende auf Konto landet, also von daher sollte das schon irgendwie ungefähr passen. So. Und jetzt habe ich mir natürlich wahrscheinlich jetzt das Capello gemietet und dabei ist das Feld da oben noch nicht mal vernünftig reif. Also es wäre eine typische Angelegenheit, aber das sieht momentan noch recht gut aus. Und ich weiß, ist der Mais hier oben sogar noch grün. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wobei, am besten finden wir es heraus, wenn wir es einfach mal einmal testen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich meinen Plan nochmal wieder ein bisschen über den Haufen schmeißen. So. Das Ding ist im Einsatz. Sehr schön. Vergessen wir das. Der Körnermais ist noch nicht so weit. Hätte ich ja glatt eher die 73 wechseln können. Monat noch warten. Ja gut, okay, dann wäre das zusammengekommen. So, also das ist noch nicht erntereif. Von daher, das mit dem Dreschen, da wird noch nichts. Aber ist nicht weiter dramatisch, denn hier oben können wir Kraut schlagen. Spätestens zur nächsten Folge. Also von daher stehen zwar ein paar Maschinen fast schon ein bisschen unnötig rum, aber sei es drum. Ah, der lässt auch die Silage mal raus. Das ist sehr schön. Das Ding ist leer. Hier vorne glaube ich, das Ding ist leer. Jo. So, dann kommt der erstmal an die Seite. Aber das mit dem Drescher ist, also es war zum einen klar, aber zum anderen ist es auch ärgerlich. Jetzt müssen wir überlegen. November, ja gut, okay, ich hätte jetzt sowieso, glaube ich, nichts mehr angebaut. Also von daher, das passt dann schon irgendwie ungefähr. Und ich sag mal so, die Mietkosten sind jetzt auch nicht die Welt für das Gerät. Also von daher, da kriegt man noch irgendwie hin. Außerdem, wir haben so hier im Safe-Game sowieso die Mod dabei, wo wir auch uns gemietete Maschinen einfach voll kaufen können. Klar, man zahlt im Endeffekt immer ein bisschen drauf, als wenn man sich die Maschinen direkt holt, aber damit kann man den Kosten irgendwie auch nochmal auf Dauer ein bisschen minimal reduzieren. Einfach dadurch, dass das Ding einen Tag älter ist. Nein, nicht mehr weiterfahren. Sie kleben hier am Baum fest.
Jetzt müssen wir wirklich gerade überlegen, was mache ich jetzt mit dem John Deere und dem Fendt. Klar, ich könnte vielleicht nächste Folge Rüben damit ernten. Ist nur die beste Frage, wohin wir damit? Der Bunker ist noch nicht so weit, beziehungsweise die Rübenschnitzelanlage, also von daher ist das jetzt ein bisschen fraglich, was ich mit denen jetzt genau machen will. Aber jetzt weiß ich, was ich auf jeden Fall so ungefähr aufs Thumbnail packen kann. Auch wenn es ein bisschen ärgerlich schon fast ist. Weil, was rede ich von fast? Eigentlich ist es ein bisschen ärgerlich. Aber gut, man soll ja erstmal gucken, bevor man sich hier irgendwas macht. Das haben wir jetzt hoffentlich alle gelernt. Vor allem meine Wenigkeit. Außerdem können wir am Folgetag sowieso dann jetzt direkt einfach loslegen. Ist doch wenigstens schon mal etwas. Wenn ich mir das gerade auch so angucke, also der Drescher kommt erstmal hier hin. Ich glaube, der Futtermischwagen ist noch an. Oder? Das klingt noch nach dem Futtermischwagen. Schalte ich den noch mal eben kurz aus. So, da kommt schon John Deere. Komm her, mein kleiner Johnny. Muss mal eben kurz ein bisschen aufräumen. Den Schneidwerkswagen brauchen wir nämlich jetzt hier nicht im Silo. Der steht momentan nur im Weg rum. Der Bergmann, der wird wahrscheinlich bei der Ernte nochmal weggeräumt. Während wir ernten. So dass wir jetzt wenigstens 2 bis 3 Spuren eventuell frei haben. Um ja überhaupt vernünftig unseren Silo hier zu machen. Gut, dass Gras keine Fruchtzerstörung hat. Würde ich jetzt so einiges hier kaputt fahren. Und jetzt renne ich, komme nicht mehr rum. Nee, das sieht gut aus. Das passt. So, sehr schön. Können wir ungefähr den halben Silo voll machen. Wir haben direkt noch ein bisschen Platz zum Abstellen unserer Maschinen. Auch wenn es nicht viel ist, es ist immer ein bisschen was. So, noch einmal zurücksetzen. Dann ist der Kipper auch wieder hinten dran. Sehr schön. Dann noch der Häcksler beiseite. So eine teure Maschine draußen stehen muss, das ist eigentlich auch immer so eine Sache. Komm, Häcksler, der kommt jetzt erstmal in die Fahrzeughalle. Beziehungsweise in die Maschinenhalle. Nicht, dass das Ding noch anfängt zu rosten. Das Ding läuft nur über Leasing. So, das passt doch schon mal. Der Puma, der hat schon einiges fleißig gemacht. Das ist schon mal sehr schön. So, und dann darf der auch anfangen zu wenden. Bisschen Nackengas, ja? Du kriegst noch hin. Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir in die Rübe gehen. Und damit sage ich an der Stelle, was ist mit der Folge. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.